is coming and I don't know how to tell you, cause you'll probably be breaking down. Something's wrong with this right now. Don't you agree on that? Willkommen im Jahr 2004. Ich bin ja 2003 Ende schon nach Stuttgart gezogen, Stuttgart-Feuerbach in eine WG. Und das Studium ging los, das war audiovisuelle Medien. Und dort habe ich als Schwerpunkt, kann man da wählen, habe ich Ton gewählt. Das sah es so aus. Die hatten ein riesen Studio mit der neuesten Digitaltechnik. Und jeder kann in seinem Studiengang einen gewissen Schwerpunkt wählen. Der eine hat Visual Effects gewählt, der andere Screen Design, der nächste Bild, der nächste Kamera. Und ich habe als Schwerpunkt praktisch Ton gewählt und war die meiste Zeit eigentlich bei irgendwelchen Aufnahmen und Kursen im eigenen Tonstudio der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und da sieht man es. War auf jeden Fall interessant, mit der neuesten Technik sich mal auseinanderzusetzen. Da ging es dann auch los mit 5.1. Surround-Aufnahmen und dergleichen. Das war ja vorher alles noch Neuland für mich. Da waren dann öfters auch Bands im Studio zu Gast, die man aufnehmen durfte. Man durfte komplette Mischungen machen. Man hat jederzeit eigentlich sich reinbuchen können, Studiozeit. Und ich habe das ziemlich oft genützt, weil das eben mein Schwerpunkt war. Hochschule der Medien war sehr praxisbezogen, was ich gut fand und was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ganz kurzes Jahr 2004 eigentlich. Sich im Studium erstmal zurechtfinden. Das erste Semester war das, wie gesagt.
die ersten Versuche mit Video, Text, Ton, Bildgestaltung und Visual Effects. Und wie gesagt, mein Hauptfach war der Ton. Und ja, kurzes Jahr, aber viel Neues auf mich zugekommen, viel gelernt, viele Erfahrungen gesammelt und viele neue Freunde auch kennengelernt. Soweit, das sehen wir uns nächstes Jahr im Jahr 2005. Bis dann. Willkommen im Jahr 2005. Ich war in Stuttgart-Vaihingen, auf der Hochschule der Medien, habe dort studiert. 2005 war deswegen auch ein sehr spannendes Jahr, weil im Studium an der Hochschule stand ein Praktikum an. Jeder musste, obwohl ich schon viel Praktikumerfahrung hatte, ich hatte ja auch eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker, musste jeder ein Praktikum absolvieren, ein halbjähriges. Und da standen bei mir zwei Sachen zur Auswahl. Entweder Las Vegas als Audio-Videotechniker mit auf verschiedene Messen und Veranstaltungen. Da habe ich den zukünftigen Arbeitgeber, der war sogar in Stuttgart auf einer Messe, den habe ich dort getroffen und das wäre eigentlich alles schon unter Dach und Fach gewesen. Aber dann kam noch ein zweites Angebot rein und zwar Praktikum bei Native Instruments in Berlin. Native Instruments ist eine der bekanntesten deutschen Softwarehersteller, Software für Audio. Da habe ich mich dann dafür entschieden und ich will mal vorweg ganz kurz mein Praktikumszeugnis zeigen. 4. Juli 2005 bis 30. November 2005 im Produktmanagement war ich da offiziell tätig und meine Aufgaben waren unter anderem die Durchführung von animierten Tutorials, also alles um Guitar Rig 2 ging da. Auch noch andere Programme und für Guitar Rig 2, das war eine Software, wo man Gitarre anschließt an den PC und dann perfekt emulierte Amps, Simulations hat, Effekte und alles Mögliche und da war ich auch für die Soundtracks zuständig, für den Trailer, das ganze Sounddesign auch für das Werbevideo habe ich auch noch die Bands gecastet. Ich kannte zufällig aus unserer Tourzeit von Sea Engine noch ein paar Bands aus Berlin und Produktspezialist auf den ganzen Messen war ich. Korrekturlesende Handbücher musste ich machen. Unterstützung bei der Abrechnung mit externen Guitar Rig Sound Designern. Also viele haben da extern noch mitgearbeitet und Audio-Demos musste ich unterstützend mithelfen, Filmaufnahmen für die Werbespots und ja, Marktübersicht von verschiedenen Produkten in dieser Nische musste ich auch erstellen und das war also wirklich eine spannende Sache. Hier steht nochmal alles. Blockschaltbilder für das Handbuch musste ich auch erstellen. Meine Hauptaufgabe war natürlich in Berlin bei Native Instruments die Tutorials zu erstellen. Das lief ja alles am PC, aber ich durch meine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker kannte ich mich ziemlich gut mit Schaltplänen aus. Und eine Sache war zum Beispiel, da musste ich so ein Effektgerät, so ein Fußtrapper, den man so kennt, nachbauen, beziehungsweise auseinanderbauen. Ich habe die Platine zerlegt, habe alle Punkte der Platine mir notiert, auf dem Blatt gezeichnet und alle Verbindungen
musste ich in einem detaillierten Plan aufzeichnen, damit der Softwareentwickler dann daraus in der Software mit C++ haben die programmiert, das Effektgerät praktisch im Computer nachbauen konnte. Also das war sehr, sehr spannend. Was habe ich noch machen müssen? Na klar, auf Messen war ich unterwegs als Produktspezialist für Native Instruments. Und eine interessante Sache war natürlich ein Videodreh für den Guitar Rig Trailer. Der kam ziemlich früh und da können wir auch kurz reinschauen. Der Lothar Knörle, der kommt aus dem Allgäu, mit dem habe ich heute noch Kontakt. Der hat da auch als Produktspezialist gearbeitet. So sah das da aus. Und das war Guitar Rig, die Rig Control, der Fußschalter, der dann per USB an den PC angeschlossen wird. Und da musste ein Trailer dafür gemacht werden. Wir haben dafür ein Kamerateam engagiert und die haben das Ganze gefilmt in einem benachbarten Studio in Berlin. So sah das Studio aus. Also es war ein bekanntes, ich glaube die Beatsteaks waren da sogar. Die haben da damals ihre Platte aufgenommen. Und da habe ich ein paar Fotos eben gemacht. Ja, das Mischpult war schon toll. Die ganze Technik. Drüben der Aufnahmeraum. Hier nochmal der Lothar. Der hat dann die Gitarren gespielt beim Trailer. Und wir können mal ganz kurz in den Trailer reinschauen. The revolution continues. Introducing Guitar Rig 2. The studio standard solution for guitarists and bass players that puts virtually any guitar tone at your fingertips and at your feet. Guitar Rig 2 is the most powerful emulation of 8 of the most sought-after guitar and bass amps, 25 cabinets and 9 high-end mics, and over 40 popular effects. Guitar Rig 2 includes the Rig Control, a sturdy foot controller with a built-in sound card. And here's how it works. Plug your guitar into the Rig Control and connect the Rig Control to your computer. Once you have everything connected, create your dream setup by dragging the components into Guitar Rig's virtual rack and start to rock. Is the engine roof? If you want to add an effect, just drop it into the rack and assign it to the pedal just as easily. With the integrated loop machine, you can record riffs. This is the country song von Sea Engine, den haben wir damals bei Dein Mutter sei Gesicht auch schon verwendet. As often as you like. Or jam along to drum and backing tracks being played from the tape deck. By combining the different components, achieve literally any tone imaginable. Want blues? Genau. Also, so sah der Trailer aus. War auch so ein halbes Tutorial im Endeffekt. Die ganzen Songs dazu habe ich beigesteuert, alte Sachen von Sea Engine genommen und einfach mit der Guitar Rig Software dann neu recorded. Wie gesagt, die Software war eine Emulation der bekanntesten Amps und der Sound an sich war Wahnsinn. Also mein ganzes Rack, was ich damals von Sea Engine hatte, kann ich wegschmeißen, wenn ich die Software habe. Das klingt genauso. Also ich war ein Fan davon. Und ich habe die Songs noch da, können wir noch kurz reingucken, die ich extra damals für Native Instruments, für die Trailer und so verschiedene Tutorials geschrieben habe. Genau, das war der Country Song. Kennen wir noch von Dein Mutter sei Gesicht.
Das war der Titelsong vom Trailer. Noch ein anderer Song, den ich damals gemacht habe. Ich habe praktisch die Drums programmiert und die Gitarren alle mit Guitaric neu eingespielt. Ah ja, und der Song ist von Sea Engine und zwar heißt der Madman. Den habe ich einfach auf Guitaric, im Guitaric-Style dann umgekomponiert. Der kam auch in irgendeinem Tutorial vor. Genau, so war das. Und was noch sehr, sehr spannend war, die hatten nicht nur für Guitaric Trailer gemacht und Tutorials, sondern auch TV-Spots. Und da war eine befreundete Band aus Berlin, die kannte ich noch damals von unserer Sea Engine Tour. Und die habe ich angesprochen, hey, Native Instruments will einen Trailer schießen. Ich hätte ja gesagt Sea Engine, aber uns gab es ja nicht mehr. Deswegen, wie schaut es mit euch aus? Wollt ihr da mitmachen? Und es war eine echt spannende Sache. Ich habe noch ein paar Fotos vom Shooting. So sah das damals aus. Genau. Eine fette Location wurde da angemietet und da wurden die TV-Spots gedreht. Ich schmeiß mal ein paar Fotos rein. Der Mann mit der Klappe schnell aus dem Bild. Von hinten. Hier. Explosive Boxen. Stunts. Alles wurde durchgeführt. Genau, die Lautsprecher, die hat der Special Effects Mensch aus Styropor gebaut und kann ich mal kurz ein Bild zeigen, die waren wirklich federleicht. Ich habe die mit einer Hand tragen können, so, und wir hatten da, glaube ich, 3 oder 4 Stück davon und der Witz war dann, die musste man später, sollte da der Gitarrist darunter begraben werden. Gucken wir mal kurz rein, ob ich es noch finde. Ja, genau. Hier. Da stehe ich hinten und hatte die Ehre, ihm die Styroporboxen um die Ohren zu hauen. Genau. Das sind die Bilder vom Videodreh und wir können auch kurz in die Spots an sich reinschauen. Die sind echt witzig. Ja, sehr geil. Der zweite. Mega. Also das hat echt mega Spaß gemacht.
für die Band war es natürlich Werbung, klar. Und wie ging es dann weiter? Genau, meine Hauptaufgabe war ja im Endeffekt Tutorials machen. Was sind Tutorials? Tutorials sind Lernvideos, die einem ganz einfach die Software erklären, Learning by Watching. Und das war meine Hauptaufgabe. Da ging es darum, die Software möglichst leicht verständlich rüberzubringen, und die Videos wurden dann auf der Webseite hochgeladen. Und meine Hauptsoftware war damals Guitaric 2 natürlich, weil ich Gitarrist war. Ich war da komplett zuständig für das ganze Ding. Wir hatten uns dann einen Sprecher geholt, und können wir mal kurz reingucken, wie so ein typisches Tutorial aussieht. Welcome to the Guitar Rig 2 tutorial. Guitar Rig 2 is a professional all-in-one software and hardware setup for guitarists and bass players. The fantastic setup is classified under various playing styles and organized into a number of banks. For example, country and blues, metal and high gain. Genau, in der Metal und High Gain Library. There are also categories, da bin ich auch als Autor drin. Also wer Guitaric 2 noch auf seinem Rechner hat, steht als Autor Oliver Koller drin. After choosing a preset, the corresponding amps, speakers and effects are loaded into the virtual rack. Categories for quick access. All of them can be combined in any number or order you want. A very special component, the loop machine, will be introduced in another tutorial. Genau. Also, every rack component has a number of initial Tutorial, alles wird erklärt, vereinfacht dargestellt, sound. Mit Soundbeispielen natürlich, dass es anschaulich und zum Anhören auch geeignet ist. Und ein besonders tolles Guitaric 2 Tutorial war das Loop Machine Tutorial. Das war ein extra Baustein in Guitaric 2. Eine Loop Machine ist praktisch ein Gerät, wo man einen kurzen Loop aufnimmt, dann Stopp drückt und der läuft dann immer wieder. Und dann kann man einen neuen Loop drüber aufnehmen und so weiter. Und das Witzige war, wir hatten damals einen Straßenkünstler angesprochen, den Rico Loop. Der hat mit einer echten Loop-Machine-Hardware hat der auf der Straße Musik gemacht, und den haben wir einfach mal gefragt, du, wie sieht's denn aus? Du kannst doch sowas, du, wie wär's denn, wenn du für unsere Guitaric 2 Loop-Machine zu uns mal ins Studio kommst? Wir nehmen dich auf und filmen das und wollen so ein kleines Loop-Machine-Tutorial mit dir machen. Und es sah dann folgendermaßen aus. Am Anfang wird erst erklärt, allgemein, um was es geht. Record your riffs. Loop them. Is that you have the possibility to jam with yourself, because you don't lose any creative spirit changing tracks or, you know, routing your system new to the next track and stuff like that. I feel like the play button again stops recording and begins playing back existing material in a loop. The button glows green. This is the C engine riff. If you don't want to hear the clip, just enable the beat button. The beat button. If you want to record the previous take again, you can easily do this with the undo function. Undo. Whoa, yellow. This big? Genau. Und später kam dann die Jam-Session mit Rico. Da schauen wir auch kurz rein. Thank you.
Also mega. Das war auch ein Riesenaufwand, das Video zu schneiden. Musste alles synchron sein. Wir hatten natürlich mehrere Versuche gebraucht. Und wir haben ihm praktisch gesagt, in welcher Reihenfolge er am besten die Instrumente nimmt und belegt. Ein bisschen Gesang sollte auch mit dabei sein. Also super mega Erfahrung. Und ja, nicht nur Guitaric, also das sind glaube ich 10 Guitaric Tutorials entstanden in der Zeit, wo ich komplett vom Skript, vom Text, vom Ablauf, die Bildschirmaufnahmen, also die Screen Captures, alles habe ich als Praktikant gemacht. Und den hat es so gut gefallen, dann haben sie gesagt, komm, hast du noch Zeit, dann mach das doch noch für die anderen Sachen. Ich habe auch noch später, Jahre später noch für Native Instruments Tutorials gemacht. Und in die besten können wir da so reingucken. Hier Traktor 3 zum Beispiel, da habe ich Musik vom Lopez sogar bekommen. Und da habe ich die ganzen Screen Designs und die Animationen gemacht. Können wir mal kurz reinhören. To Deck A. Turn down the high frequencies of Deck A. Turn down the bass on Deck B. Synchronize the decks, then move the crossfader slowly from the left to the middle. Genau, also die ganzen Soundbeispiele habe ich mir auch überlegt. Weiter ging es dann mit Battery 3, das ist ein Drum Sampler. Welcome to the Battery 3 Quick Start Tutorial. This tutorial will provide you with some first steps that will get you up and running with Battery 3. Simply click on the browser and drag and drop your files on playing. Also man sieht schon, sehr kompliziert alles, hört sich's an. Was gab's noch? Absinthe 4 war ein super Synthesizer von Native Welcome to the Absinthe 4 Quick Start Tour. This tutorial offers some easy to follow first steps that will help you get started with Absinthe 4. Absinthe is more powerful, creative and intuitive than ever before. It comes packed with many new features, like a master ADSR envelope, let you tweak and customize any sound easily and musically without the need for going into technical details. Also ich musste auch bei den Sprecheraufnahmen mit dabei sein, weil mir war es wichtig, dass das, was auf dem Bildschirm gezeigt wird, auch erwähnt wird in Wort. Und damit ich später nicht so viel Arbeit im Schnitt habe, war ich damit dabei und habe immer so ein bisschen dirigiert sozusagen, was jetzt kommt, was wir als nächstes noch ansprechen müssen und so weiter. Und dann musste ich das alles timen mit den Bewegungen am Bildschirm. Und so musste ich es bei allen machen. Noch ein cooles Tutorial, FM8. Welcome to the FM8 Quick Start Tour. Click on Sounds to switch to the data. Ich musste natürlich auch die Programme beherrschen. Also meine Abendlektüre waren immer die Handbücher, beziehungsweise die sind ja erst entstanden. Die habe ich gleich Korrektur gelesen. Ich habe mich einfach in die Materie reingearbeitet. Also ich war wirklich ein Fachmann für die ganze Software und man konnte mich alles fragen. Ich habe alles zu Hause ausprobiert in meiner Berliner Wohnung am PC abends. Hab das dann versucht nachzuvollziehen und hab das dann auch so versucht
einfach rüberzubringen in den Tutorials, dass es ein Normalnutzer versteht, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ich war für die ganze Software der Fachmann und musste mir das alles draufpacken. Alles lernen, alles lesen, war schon viel Arbeit. Massive war auch noch ein Synthesizer, schauen wir kurz rein. This tutorial offers some easy to follow first steps that will help get you started. Filter buses that can be routed in series or parallel or crossfaded between serial and parallel. You can insert one filter of any available type in each bus by selecting it from the filter drop-down menu. Also im Endeffekt durfte ich auch die Bildschirmrecordings nicht zu schnell machen, weil ich musste im Hintergrund praktisch behalten, was wird der Sprecher jetzt erklären? Was muss gesprochen werden, dass das Bild nicht zu schnell kommt, dass ich im Schnitt nicht so viel Arbeit habe. Ein letztes war noch die Kontakt-Updates. Welcome to the Contact 2.1 update. Den ich heute noch benutze. This tour will give you a brief overview of most of the new functions and improvements in Contact. Several enhancements have been made to the performance and usability. Loading times have been extremely shortened, especially when using several banks with many instruments. The background skin will be visible as soon as you exit the edit view. The maximum viewable size is 635 by 200. Genau, und so weiter und so fort. Also es gab kein Programm, bei dem ich mich nicht ausgekannt habe. Und das Coole war natürlich, ich musste die Software, um sie lernen und verstehen zu können, musste ich sie natürlich auch haben. Und ich habe bis heute alle Native Instrument Software, die es gibt, ich habe auch noch Jahre später von denen immer neue Updates kostenlos bekommen. Und als kleines Dankeschön sozusagen, weil 2005 waren eigentlich Lernvideos, Tutorials noch in den Anfangsschuhen. Also ich weiß nicht, also viel gab es nicht in die Richtung. Und wir haben das so ein bisschen gestartet damals bei Native Instruments. Und heute gibt es ja für alles Tutorials. Da schaut mal auf YouTube Tutorials für jeden und für jeden Anlass und alle Situationen. Abschließend noch das letzte Programm, das viel zu unterbewertet war, aber das mir sehr gefallen hat. Bandstand, das war eigentlich nur ein MIDI-Player und der hatte aber aus einem normalen MIDI-File durch die super Library, die da eingebettet war, hat der ein super Klangspektakel gemacht. Also können wir mal kurz reinhören. Ist echt kein Witz. A standard MIDI-Player sounds like this. And here is the same file with Bandstand. Welcome to the Bandstand tutorial. Bandstand plays. Genau, also benutze ich heute noch. Es ist wirklich ein super Tool. Wurde, glaube ich, discontinued, nicht mehr weitergemacht. Aber total, also wer mit MIDIs zu tun hat, das ist ideal, das Ding. Ja, also was ich schon soweit verraten kann, meine Diplomarbeit im Studium, die ich dann später verfasst habe, ging auch um das Thema Tutorials, Lernvideos. Wie mache ich die? Was muss ein Tutorial rüberbringen? Wie sind sie strukturiert? Welche technischen Möglichkeiten gibt es, sowas umzusetzen? Und auf was muss man einfach achten, dass es auch den Lerneffekt beim Zuschauer hat. So viel dazu, das war dann meine Diplomarbeit im Jahre 2007, aber da komme ich später noch drauf. Im Endeffekt war es das für 2005. Also Studium lief weiter, Praktikum in Berlin bei Native Instruments. Da habe ich dann später auch noch 2006 und 2007 als Werkstudent weitergearbeitet. Habe weiterhin Tutorials gemacht, durfte auf Musikmesse zum Beispiel als Produktspezialist und es war echt ein spannendes Ding. Ich bin froh, dass ich mich für dieses Praktikum entschieden habe. Also spitze war ich sehr, sehr dankbar dafür und die Software, wie gesagt, benutze ich heute noch. Was will man mehr, gell? Wir sehen uns in 2006.
Herzlich willkommen in 2006. Ich war mitten im Studium in Stuttgart auf der Hochschule der Medien. Ich wurde natürlich auch öfters von parallelen Studiengängen gefragt, weil sich rumgesprochen hat, dass ich ziemlich gut im Sounddesign und im Musik kreieren bin. Für einen Kurzfilm von einer anderen studentischen Gruppe, der hieß Wenn du gehst, und da war ich für das Sounddesign komplett verantwortlich, und da würde ich auch gern kurz reinschauen. Bist du ein Künstler oder sowas? Ja, sowas in der Art. Wir haben den Film zum Beispiel auch in 5.1 Surround sogar recorded. Das heißt, da stand man da mit einem Stativ, das in alle Richtungen Mikrofone hatte, um den Surround-Sound mit einzufangen. Das war dann auch eine Surround-Mischung. Jetzt kommt ein bisschen Sounddesign von mir. Die ganzen Geräusche vom Fernseher. Warum willst du dir eigentlich nicht selbst einen Gefallen tun? Lass sie gehen. Warum sollte ich das tun? Ich will ihm das nicht antun. Ja, ein netter kleiner Kurzfilm. Die ganzen und so haben wir natürlich rein. Ja, die ganzen Geräusche mussten wir natürlich reinmachen. Und das nächste große Ereignis war dann ein Studentenfilm, Shadows of Time, Schatten der Zeit. Da haben wir komplett in unserer Gruppe die Visual Effects gemacht. Im Endeffekt haben wir den ganzen Film gedreht. Location im Studio in der Hochschule der Medien. Haben die Visual Effects gemacht. Ich habe komplett den Schnitt gemacht. Und für das Sounddesign war ich auch verantwortlich und natürlich für die Musik. Und das war also ein großes Ding. Das war, glaube ich, ein Abschlussfilm von einer anderen Klasse, und wir durften das auch in unserer Hochschulzeit auch als, wir wurden auch benotet, sagen wir es mal so. Schauen wir kurz rein. Da habe ich mit Andreas Frickinger zum Beispiel zusammengearbeitet, der Hauptsupervisor für die Visual Effects war. Andreas Frickinger ist ein super Freak, der kann Visual Effects wie kein anderer. Der ist auch Sind bei den einmal Avengers zum Beispiel, hat er Hulk und Spider-Man und die ganzen Superhelden animiert und die Visual Effects gemacht. Also der hat Referenzen, der hat dann für Hollywood praktisch später die ganzen Visual Effects für die Filme gemacht. Schauen wir mal weiter rein. Ich
Also war schon gar nicht schlecht so. Schauen wir noch kurz in den Abspann rein. Man zu dir spricht, vielleicht siehst du nicht, wie ich das Sonnenlicht. Aufnahmeleitung, Produktionsleitung war ich mit dabei. Schnitt komplett, ich und die Anja. Video-Operator war ich, Sounddesign-Supervisor. Also es war schon eine tolle Sache, so einen Kurzfilm mal selber zu machen. Genau, ich habe auch noch ein Making-of davon. Da müssen wir auch kurz reinschauen. Da sieht man uns in Aktion. Der Simon Mohr war auch mit dabei. Kermit. Das ist der Andreas Fricklinger. Setbau. Das sieht man, was wir da auf die Beine gestellt haben. Der Olli beim Aufpassen. Das war im Schnittraum, ich und die Anja. Catering gab es natürlich auch für die ganze Crew. Yum, yum. Musst du natürlich wieder alles abbauen. Ja. Dann waren wir endlich fertig. Jawohl. Super Team, super Sache, tolle Erfahrung. Also war echt eine spitzen Erfahrung, mal so einen Film zu drehen. Wie gesagt, Andy hat dann später bei Hollywood die ganzen großen Filme, die Visual Effects gemacht, und der hat es damals schon drauf gehabt. Und tolle Crew, man hat viel lernen können voneinander. Und die Mischung war natürlich auch Audiomischung in 5.1 Surround. Ich war da so Sound Design und Supervisor sozusagen. Und hat das ganze Team unter mir. Jeder vom Team hat praktisch eine eigene Szene bekommen, die er selbst verantwortlich, eigenverantwortlich vertonen musste. Und das klassische Sounddesign ist ja nicht nur so, wie man es heute gibt es fertige Sound-Libraries, wo man sich kaufen kann,
mit Geräuschen, aber wir haben das damals von Grund auf so gemacht, also wenn man zum Beispiel, wenn jemand im Schnee läuft, ja, hat man hat sein Mikrofon, man hat irgendwas zum Rascheln, ein Stück Papier oder so und macht da dann die Geräusche sozusagen. Die Geräusche in den Film reinmachen, weil meistens der O-Ton wurde zwar auch mit aufgenommen vom Set, aber war nicht wirklich oft zu gebrauchen, weil viele Nebengeräusche drin waren. Der Angler, der dann immer mit der Angel den Ton des Schauspielers einfängt, da haben wir uns drauf fokussiert, der musste da sein. Wurden aber auch Sachen teilweise nachvertont später im Studio. Und wie gesagt, alle Schritte, alle Geräusche, alle Bewegungen haben wir klassisch das Foley-Sound-Design, nennt man das, mit Mikrofon und irgendwelchen Gegenständen aufgenommen. Also tolle Erfahrung und da waren noch viel mehr Studienprojekte später, wo ich den Sound gemacht habe und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und schauen wir mal weiter, wie es dann weitergeht und zwar, ja, ich bin natürlich weiterhin auf Konzerte gegangen, ganz klar und das Coole war dann, ich habe für Rock im Park 2006 habe ich eine Freikarte geschenkt bekommen, ich weiß gar nicht mehr woher, auf jeden Fall, ja, war es gigantisch. Hab ein paar Bilder hier, wie es da aussah. Ich mach's mal ein bisschen groß. Genau, Rock im Park 2006. Ich glaube, Tool hat da gespielt sogar. Metallica, natürlich, klar. Metallica hat auch gespielt. Und Metallica hat, glaube ich, an dem Abend die komplette Setliste von Master of Puppets gespielt. Genau. Also das war gigantisch. Master of Puppets, das ganze Album von Metallica, haben die an dem Abend runtergezockt. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Freikarte her hatte, aber war auf jeden Fall eine coole Sache, mal kostenlos zu Rock im Park reinzukommen. So, was ich letztes Jahr schon erwähnt habe, ich habe ja mein Praktikum 2005 bei Native Instruments gemacht und da war ja meine Hauptaufgabe, die Videotutorials, also die Lernkurse zu gestalten. Und dementsprechend habe ich auch meine Diplomarbeit am 27. Juli 2006 abgegeben. Und die ging auch, Möglichkeiten und Grenzen von Videotutorials. Können wir mal reingucken. Also eine Diplomarbeit mit, weiß nicht mal, wie viele Seiten sie hatte, aber wenn man sich die Kapitel so anschaut, sieht man schon, also das war ein Mordsding und ich war, glaube ich, das ganze Jahr 2006 bis zum Juni damit beschäftigt, das Ding zu machen. Also schreiben, recherchieren, nochmal alles Revue passieren lassen, was im Praktikum denn so passiert ist. Ich muss natürlich Quellenangaben machen und habe Unternehmen sogar befragt und dann geht's los. Also ewig viel, eine komplette Diplomarbeit von wie das früher war, wann die ersten Tutorials kamen, was ich denn alles gemacht habe und Wahnsinn, ja. Habe eine sehr gut dafür bekommen und hat mich natürlich stolz gemacht, dass das so gut geklappt hat und ich meine, was ich sagen kann, also wenn jemand Spaß an was hat, dann klappt es auch, also das steht außer Frage. Deswegen immer mit Spaß und vollem Elan dabei sein, dann passt es. Dann war im Endeffekt das Jahr 2006 schon wieder vorbei. War ein sehr kurzes Jahr jetzt von den Berichten her,
Aber für mich war es doch ziemlich lang und aufwendig, weil ich ja meine Diplomarbeit schreiben musste. Das war schon sehr, sehr viel Aufwand. Aber es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn es jemandem Spaß macht, dann klappt es auch. Und wir sehen uns im Jahr 2007. Bis dann. Ja, und wie versprochen gibt es am Ende jeder Folge einen gratis Musik-Download von uns vom aktuellen Album Fragmented, und zwar den Song Mindshut. Da geht ihr hier auf overclock-band.bandcamp.com/YUM. Da landet ihr auf dieser Seite hier und da könnt ihr den Code eingeben. Ich werde das jetzt mal an einem Beispiel machen. Gebt den Code ein. Ihr könnt hier optional eure E-Mail-Adresse eintragen, ist aber keine Pflicht. Und klickt dann auf Redeem. Und dann könnt ihr hier die Version auswählen, MP3, FLAC, AAC, alle verschiedenen Dateiformate und klickt dann auf Download. Dann könnt ihr den Song abspeichern auf eurer Festplatte, auf dem Handy, wo auch immer, und habt einen Gratis-Song Mindshut von Fragmented. Das ganze Album könnt ihr mit einem Code auf smstracks.com herunterladen. Da landet ihr hier auf dieser Seite. Und dann geht ihr auf Gutschein einlösen, gebt den Code ein und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Und dann könnt ihr das ganze komplette Album Fragmented herunterladen. Und die Codes werde ich jetzt danach noch einblenden, also abtippen, mitschreiben und runterladen. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge. Dankeschön.